Wurde hier wieder am falschen Ende gespart? Diese zwei Samsung-Handys, einmal ein A52s und ein A14, sind defekt, nachdem die Kundin versucht hatte, beide Geräte mit einem günstigen Ladekabel zu laden. Genau geht es um diese zwei Smartphones. Einmal haben wir das A14 und das A52s, eigentlich sogar noch ein drittes, und zwar ein Samsung Galaxy S9. Bei allen dreien ist es so, nachdem die Kundin versucht hat, diese zum Laden, lässt sich das Gerät per Ladebuchse überhaupt nicht mehr laden. Nur noch das S9 lässt sich kabellos, quasi per induktives Laden. Deswegen habe ich das auch nicht hier. Die Kundin braucht es aktuell noch, bringt es aber dann später vorbei, sobald wir diese zwei repariert haben. Die Kundin selbst vermutet, dass es an dem Kabel liegt, das sie verwendet hat. Das war ein sehr günstiges Kabel wohl. Und wie gesagt, nacheinander wurden alle drei Geräte angesteckt und waren dann plötzlich tot. Schauen wir mal, ist es wirklich so? Lassen sich die wirklich nicht laden oder haben wir da doch ein anderes Problem? Da hat sie hier mal mein Messgerät mit Ladefunktion und steckt man es mal beim A14 erstmal ein. Und wir sehen schon 0,0 Ampere Stromaufnahme. Da ist wirklich komplett etwas tot oder unterbrochen. Und beim A52s genau das gleiche. Auch hier passiert bei der Ladefunktion gar nichts mehr. Weder am Messgerät noch am Handy selbst erscheint der Ladekreis. Was ich jetzt noch nicht probiert habe, schauen wir mal, kann man die vielleicht sogar noch einschalten. Und beim A52s sehen wir sogar, das lässt sich noch einschalten. Der Akku ist noch etwas geladen. Aber wie wir sehen, am Messgerät wird nicht voller. Das Gerät merkt auch nichts von der Ladefunktion. Schauen wir mal zum A14. Lässt sich das vielleicht auch noch einschalten. Da passiert aber jetzt wirklich gar nichts mehr. Kann aber auch sein, vielleicht ist der Akku mittlerweile schon leer und deswegen geht es nicht. Was wir jetzt hier machen werden, und zwar schauen wir jetzt erstmal das A52s an und öffnen es, um mal nach dem Fehler zu suchen. Irgendwas muss hier wirklich komplett unterbrochen sein, laut Messgerät 0,0 Ampere. Das passiert eigentlich nur, wenn gar keine Verbindung mehr zwischen Ladebuchse und Akku vorhanden ist. Um das A52s zu öffnen, muss ich das violette Backcover entfernen. Das geht relativ simpel bei den A-Modellen. Muss ja lediglich mit dem Werkzeug zwischen Rahmen und Backcover reinfahren und kann es dann Stück für Stück vom Rahmen ablösen. Das Ganze ist nur außenrum verklebt. Hier sehen wir einmal den Kleber. Wie gesagt, einmal außenrum ein doppelseitiges Klebeband, das den äußeren Bereich vom Gerät mit dem Deckel verbindet. Dementsprechend einfach lässt sich das lösen, da das hier Kunststoff ist und kein Glas wie bei den Samsung S-Modellen. Unter dem Deckel können wir dann schon Teil von den Bauteilen erkennen. Zum einen haben wir in der Mitte das silberne Teil, ist unser Akku. Da können wir auch mal genauer drauf schauen. Sehen wir jetzt allerdings kein Produktionsdatum, das ist, glaube ich, hier unter dem Kabel versteckt. Dann haben wir hier oben schon die vier Kameras auf der Rückseite. Die Hauptplatine dürfte sich dann unter dieser schwarzen Abdeckung befinden und die Subplatine, die die Ladebuchse beinhaltet, hier unter dieser Abdeckung. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir beide Deckel mal entfernen, damit wir da drunter schauen können. Beide Deckel sind mit mehreren Schrauben fixiert, die löse ich jetzt erstmal. Die Deckel sind dann zusätzlich noch eingeklipst und ich muss diese etwas ausrasten, bevor man die zur Seite nehmen kann. Der untere Deckel beinhaltet dann auf dieser Seite noch den unteren Lautsprecher, der ist in das Kunststoff mit eingelassen. Und darunter sehen wir jetzt dann unsere USB-Subplatine, also hier quasi den USB-C-Anschluss, der auf die grüne Platine verbunden ist. Zusätzlich beinhaltet diese noch einen Klinkenanschluss, hier die Verbindung zum Fingerabdrucksensor. Und geht dann mit diesem Kabel nach oben zur Hauptplatine. Bei der Hauptplatine wieder das gleiche, den Deckel oben ausrasten und dann sehen wir hier schon unsere komplette Platine. Auf der linken Seite die Verbindung zu unserem Akkuanschluss, rechts wie gesagt die Verbindung nach unten. Dann gibt es hier oben noch die Frontkamera, die durchs Displayglas schaut
unter der Platine noch den Vibrationsmotor und die zwei Kabel sind für einen WLAN- und Bluetooth-Empfang zuständig. Die verbinden auch die Hauptplatine mit der Subplatine. Das allererste, was man immer beim Ladefehler machen sollte, ist einfach mal den Akku abstecken, kurz ein paar Sekunden warten und gleich wieder anstecken. Das wäre nämlich nicht das erste Mal, dass ein Gerät danach wieder geht. Passiert halt in der Regel dann, wenn sich die Software irgendwie so eigenartig aufhängt, dass quasi das Gerät scheinbar tot ist. Ob das jetzt hier auch der Fall ist, prüfen wir wieder mit dem Messgerät. Hat sich jetzt irgendwas verändert, nachdem wir den Akku kurz getrennt haben? Nein, lädt immer noch nicht. Das Gerät wird natürlich jetzt auch aus sein, aber lässt sich vermutlich einschalten. Genau, das geht noch. Der Akku, wie gesagt, ist ja noch ein bisschen vorgeladen. Nehmen wir das Messgerät wieder weg und stecken den Akku wieder ab. Dann eine Stelle, wo es häufig bei den Samsung A-Modellen Probleme gibt im Zusammenhang mit Laden, ist diese Verbindung vom Flexkabel zur Hauptplatine, unabhängig jetzt auch davon, ob das mit dem Netzteil was zu tun hat, sondern das geht gerne mal einfach so kaputt, weil wir eben hier das Problem ja haben mit unserem Kunststoffdeckel. Und wie man das von der Konstruktion her schon sieht, geht hier ja dieses Flexkabel entlang. Das ist aber hier gar nicht verklebt oder irgendwas. Das wird im Endeffekt nur von den Stecker hier oben und den zwei hier unten gehalten. Wenn man sich das aber zeitlich so vorstellt, wir haben ja den Kunststoffdeckel, der biegt sich durch, übertrieben gesagt. Also immer, wenn man das Gerät in Tandem drückt, der quasi auf das Kabel. Das führt dazu, dass das Kabel hier immer wackelt. Und dann führt das in der Regel irgendwann dazu, dass hier oben die Anschlüsse zu dem Kabel abbrechen können. Wird jetzt wahrscheinlich hier nicht der Fall sein, zumindest hätte das dann nichts mit dem Kabel zu tun und würde auch nicht erklären, warum das beim A14 und bei dem Samsung S9 genau der gleiche Fehler ist, nachdem das gleiche Ladekabel hier verwendet worden ist. Dennoch schaue ich mir das Ganze jetzt genau an. Es könnte ja sein, dass wir hier irgendwo einen verbrannten Anschluss oder so hätten, dass hier irgendwo ein Kurzschluss gegeben hat. Sieht jetzt aber rein optisch, soweit ich es hier erkennen kann, erstmal okay aus. Dann gehen wir auf die Unterseite von unserem Smartphone. Dort teilt sich das Kabel Y-förmig in zwei Teile auf. Auf der rechten Seite geht es lediglich zum Display und zum Touchscreen. Das hat jetzt für die Ladefunktion gar keine Relevanz. Aber auf der linken Seite stellt es die Verbindung zur Subplatine her. Aber auch hier sehen wir, der Stecker an sich sieht erstmal soweit unbeschädigt aus. Ich kann jetzt hier keine schwarze Stellen oder irgendwas Zeichen erkennen, dass hier vielleicht irgendwas durchgebrannt wäre. Das, wie gesagt, würde ich auch vermuten. Also wenn man gar keinen Ladestrom mehr hat, also wirklich 0,0 Ampere, wie wir es hier in beiden Fällen haben, dann muss es wirklich eine komplette Unterbrechung geben. Und in der Regel ist dann entweder die Buchse zum Beispiel kaputt, dass da Kontakte fehlen. Da hätte ich aber vorher schon mal kurz reingeschaut. Und zumindest, soweit ich es erstmal von außen erkennen kann, scheint ja nichts abgebrochen zu sein. Ich sehe hier auch keine abstehenden Pins oder ähnliches. Deswegen ging ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass es an der Buchse liegt. Aber was natürlich sein könnte, entweder ist das Kabel hier intern irgendwo durchgebrannt. Das würde man aber eventuell auch hier irgendwo an einer schwarzen Stelle erkennen. Oder wenn man Glück hat, ist vielleicht nur die Subplatine durchgebrannt. Wenn es jedoch beides nicht sein sollte, dann haben wir ein Problem auf der Hauptplatine und die Reparatur wird deutlich aufwendiger. Aber dann ist es vom Prinzip her so, wir stecken ja hier unten unseren USB-Anschluss an. Dann fängt er über diese Leiterbahn und das Kabel mit der Hauptplatine an zu kommunizieren. Auf dieser gibt es einen Ladechip. Der Ladechip macht dann mit dem Netzteil aus, welche Spannungen beide können. Also kann das Netzteil uns Handy schnell laden zum Beispiel, dann machen die das untereinander aus und wird dann entsprechend freigegeben. Nur wenn jetzt hier zum Beispiel eine Überspannung unten reinkommt, kann es sein, dass der Strom hier oben dann den Ladechip durchbrennen lässt oder zumindest den Stromkreis, der für diesen zuständig ist, beschädigt. Das wäre der schlechteste Fall, weil da, wie gesagt, haben wir einen Hauptplatinenschaden, der hier aufwendige Lötarbeiten erfordern würde. Was wir jetzt jedoch erstmal machen, das Einfachste zum Tauschen ist einfach mal testweise das Kabel und das machen wir jetzt auch. Dann haben wir hier schon das neue, das stecke ich jetzt einfach mal schnell unten an und auf der Platine und verbinde dann wieder den Akku. Dann schauen wir mal, hat sich jetzt was geändert? Und leider nicht, wieder keine Stromaufnahme, am Kabel liegt es also nicht. Dann können wir das neue Kabel ausbauen und dann würde ich mir mal die Subplatine vornehmen.
Bei der Subplatine müssen wir dann einmal den Fingerabdrucksensor von dieser abstecken und die zwei Kabel, die für den WLAN- und Bluetooth-Empfang zuständig sind. Danach ist die Platine zusätzlich mit einer Schraube fixiert. Und nachdem ich diese entfernt habe, können wir die Platine hier mal aus dem Gehäuse rausnehmen. Dann haben wir hier die ausgebaute Subplatine. Jetzt schauen wir nochmal, kann man hier irgendwelche verbrannten Stellen oder andere Auffälligkeiten sehen. Ich kann jetzt allerdings bis auf hier die Kritzeleien, die sind allerdings normal, nichts Außergewöhnliches erkennen. Kann aber natürlich sein, es gibt hier verschiedene Filter, die die Buchse quasi hier gleich den Eingang absichern sollen. Kann auch sein, dass hier irgendein Bauteil eventuell durchgebrannt ist. Das ist natürlich jetzt so klein, nur mit der Kamera sehen wir das nicht. Da müsste man unter das Mikroskop gehen und vielleicht das auch mal durchmessen. Bevor wir jetzt das aber machen, würde ich vorschlagen, tauschen wir doch einfach mal die Platine aus und schauen, was passiert. Neue Platine haben wir hier dann. Da ist auch immer drauf zum achten, es gibt die jetzt in verschiedenen Versionen. Quasi je nachdem, habt ihr ein Samsung Smartphone mit 5G oder nur 4G, ist meistens auch die Subplatine anders, da eben diese auch Teile von den Antennen beinhaltet und diese eben entsprechend bei der 5G-Version in der Regel andere sind als bei der 4G-Version. Um das Ganze jetzt hier auf die Schnelle mal zum Testen, reicht es auch aus, wenn man nur das Kabel verbinden, die Antennenstecker und den Fingerabdrucksensor, die können wir jetzt erstmal weglassen. Die brauchen wir für die Ladefunktion sowieso nicht. Und dann schauen wir mal, hat das jetzt was gebracht? Leider wieder nichts gebracht. Damit kann ich schon mit Sicherheit sagen, wir haben Hauptplatinenschaden. Da ist wahrscheinlich wirklich was durchgebrannt. Und damit würde ich ehrlich gesagt sagen, kann man eigentlich nicht vorstellen, dass es am Kabel liegt. Denn wenn wir uns nochmal die Ladebuchse ansehen, sieht man hier auch nicht, dass hier irgendwie die Kontakte im Inneren der Buchse beschädigt werden. Die Kundin meinte zwar, dass es an dem günstigen Kabel liegt, sie hat sich aber gleichzeitig noch ein anderes Netzteil gekauft. Und ehrlich gesagt kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass das Netzteil wahrscheinlich eine zu hohe Spannung ausgegeben hat. Das Gerät hat dann das weitergeleitet bis zur Hauptplatine und sehr wahrscheinlich ist auf der Hauptplatine dann etwas durchgebrannt. Bei dem Samsung A52s ist jetzt aber das Problem, der Ladechip ist ja nicht irgendwo an der Seite schön zugänglich, dass wir uns den mal anschauen könnten, sondern der befindet sich hier unter einem dieser Metallabdeckungen. Das sind quasi Abschirmbleche, die gegen magnetische Strahlungen schützen sollen, also dass das Gerät quasi keine Störungen verursacht bzw. auch nicht von außen gestört werden kann. Das würde bedeuten, um uns das anzuschauen, müssten wir zum einen die Hauptplatine ausbauen und dann schauen, unter welchem Blech sich der Chip versteckt und dann mal das Blech ablöten. Das Ganze ist allerdings schon nicht unerheblicher Aufwand und ist sehr fraglich, ob sich das beim A52s lohnt, so eine Arbeit durchzuführen oder ob es nicht gleich besser ist, sich nach einer gebrauchten Platine umzusehen, um diese anschließend zum Tauschen. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt mindestens mal die Platine hier ausbauen, da ich zumindest mal das Ganze von der anderen Seite anschauen will, ob wir hier irgendwelche Auffälligkeiten haben. Dazu die restlichen Kabel noch abstecken und dann ist auch die Hauptplatine wie die Subplatine mit einer Schraube zusätzlich fixiert und lässt sich dann einfach rausziehen. Allerdings natürlich nur, wenn man vorher nicht vergisst, den Einschub für die SIM-Karte zum Entfernen. Und dann haben wir hier nochmal die Hauptplatine in der Nahaufnahme. Die Vorderseite haben wir vorher schon gesehen. Auf der Rückseite verhält sich das Ganze aber sehr ähnlich. Da sehen wir jetzt hier nur zusätzliche Sensoren für die Annäherung. Also quasi, wenn man das Ganze sich ans Ohr hält, soll das Display ausschalten. Dafür ist dieser Sensor zuständig, neben auch der Regelung von der Display-Helligkeit. Ansonsten haben wir hier aber auch wieder den Fall, die meisten Bauteile sind ja auch unter einer großen Abdeckung versteckt und wir können diese nicht einsehen. Damit würde ich jetzt erstmal sagen, können wir da nicht weitermachen. Da müsste man jetzt
in Richtung Lötarbeit weitergehen. Das muss man natürlich mit der Kundin besprechen, ob sich das machen will. Einschalten lässt sich das Gerät ja noch. Deswegen wäre meine Empfehlung, falls man es noch nicht hat, jetzt schnell die Daten wegsichern und dann wahrscheinlich entweder ein neues Gerät kaufen oder die Platine sich möglichst günstig gebraucht besorgen. Das wird wahrscheinlich vom Arbeitsaufwand deutlich geringer sein, wie wenn man jetzt hier versucht, den Fehler auf der Platine zu beheben. Das erste Samsung-Gerät können wir damit leider schon abschreiben. Schauen wir uns dennoch mal das A14 an. Aber ehrlich gesagt habe ich hier nicht viel Hoffnung, dass es sich hier anders verhält. Das Ganze, wie gesagt, wurde mit dem gleichen Netzteil bzw. Ladekabel verursacht. Beim A14 gibt es beim Öffnen einen Unterschied. Hier können wir keinen Deckel auf der Rückseite lösen, sondern das Gerät ist hier seitlich eingeklipst und wir müssen zwischen Display und Rahmen mit dem Werkzeug reingehen und den Deckel hinten Stück für Stück ausklipsen. Ganz wegnehmen können wir hier dann den Deckel noch nicht. Da befindet sich nämlich seitlich noch das Kabel für den Fingerabdrucksensor, das hier oben auch mit der Hauptplatine verbunden ist. Deswegen, wie beim anderen Gerät, muss hier wieder die Abdeckung über der Hauptplatine entfernt werden. Gleiche natürlich auf der Unterseite von der Subplatine auf. Der Aufbau, wie gesagt, ist hier relativ ähnlich. Die Teile sind zwar untereinander überhaupt nicht kompatibel, also es gibt kein einziges Bauteil, außer vielleicht die Schrauben, die man sich von dem einen Samsung-Gerät in das andere übernehmen kann. Aber wie es aufgebaut ist, das ist bei den meisten Herstellern von Modell zu Modell relativ ähnlich. Nur die Bauteile selbst unterscheiden sich dann im Detail oder haben einen etwas anderen Anschluss. Auch hier ist es nämlich so, dass sich hier unten der Lautsprecher in der Abdeckung befindet und wir dann darunter den Zugang zur Subplatine haben. Es fehlt natürlich der Fingerabdrucksensor, da bei diesem Modell, der an der Seite im Gehäuse eingelassen ist. Jetzt stecken wir uns erstmal den Sensor ab, dass wir den Deckel mal zur Seite nehmen können. Und da würde ich vorschlagen, gehen wir genau mal so vor wie beim anderen. Erstmal einfach kurz Akku für ein paar Sekunden trennen, sich das Messgerät schnappen, den wieder verbinden und einfach mal schauen, ob das irgendwas geändert hat. Passiert auch nichts, genau wie beim anderen. Dann können wir das wieder abstecken. Und dann gibt es hier noch eine Besonderheit. Und zwar, wenn wir uns das Kabel mal anschauen, das auch vom Display zur Subplatine geht. Das ist hier unten gar nicht zum Abstecken, sondern das ist gleichzeitig das Kabel, das zum Display gehört. Das heißt, es geht hier unten unter den Metallrahmen rein, erst zum Display und kommt dann hier auf der Seite bei der Ladeplatine wieder raus. Das bedeutet, die Konstruktion ist zwar vielleicht hier etwas günstiger in der Herstellung, wenn man allerdings dieses Kabel tauschen will, muss man zwangsweise das Display wechseln. Und damit hat man natürlich dann bei der Reparatur wiederum deutlich höhere Kosten wie bei dem anderen Samsung-Modell. Kabel schaue ich mir jetzt gerade wieder an, ob man hier verbrannte Spuren sehen, aber auch hier kann ich überhaupt nichts erkennen. Das Display mit dem Flexkabel habe ich zwar jetzt leider auch nicht da, dass wir es testen können, aber die Subplatine kann man kurz mal ausbauen. Können uns die auch noch mal aus der Nähe anschauen. Aber auch hier kann ich jetzt keine Anzeichen erkennen, dass irgendwas defekt wäre.
und auch bei der Buchse, wenn man sich die Kontakte wieder anschaut, ein bisschen schwer zum Erkennen bei diesem Modell, sehe ich aber, da ist auch nichts verschoben, abgebrochen oder ähnliches. Also ich glaube ehrlich gesagt jetzt nicht, dass das bestätigt eigentlich nochmal, dass es meiner Ansicht nach wahrscheinlich nicht das Kabel sein kann, weil normal würde man ja da erwarten, wenn man ein defektes Kabel einsteckt, dass das die Buchse dann beschädigt. Was wir jetzt allerdings machen können, ich hole hier auch mal kurz eine neue Subplatine und schauen wir mal an, ob es vielleicht hier wenigstens noch Hoffnung gibt. Dann steckt man mal die neue Platine hier wieder an. Genau wie beim anderen reicht das aus, wenn wir hier nur die Flexleitung verbinden. Antennenkabel interessieren uns erstmal nicht, aber die Verbindung natürlich zum Display und zum Akku sollte hergestellt werden. Und genau wie das gleiche, hat sich überhaupt nichts geändert. Dann schauen wir uns auch schnell nochmal die Hauptplatine von der anderen Seite an. Aber auch auf der Hauptplatine können wir wieder sehen, außenrum sind nur ein paar kleinere SMD-Bauteile und die Kameras. Die eigentliche Elektronik, die für uns interessant wird, versteckt sich hier wieder unter den EMI-Schilden, genauso auf der zweiten Seite. Das heißt für mich ehrlich gesagt, beide Geräte haben meiner Ansicht nach einen wirtschaftlichen Totalschaden und das nur, weil beim Ladekabel oder beim Netzteil gespart hat. Und zwar hatte ich jetzt schon mal den Fall beim MacBook-Netzteil, das haben wir in einem anderen Video auch zerlegt, und wo wir dann rausgefunden haben, das war gar kein Original-Netzteil, in dem Fall quasi zwar Apple-Logo drauf, aber wie man hier vielleicht schon am Innenleben sehen kann, da ist nicht gerade viel drin. Wenn es interessiert, hier oben gerade mal das Video zum MacBook-Netzteil verlinkt, aber da war das der gleiche Fall im Endeffekt wie hier, nur ich sag mal, noch ein bisschen schlechter für den Kunden meiner Ansicht nach, weil der hatte sich ein Netzteil gekauft mit Apple-Logo, wo man ja vielleicht davon ausgeht, das könnte original sein. Und im Endeffekt war es eine billige China-Kopie, die einem im Endeffekt dann sein MacBook zerstört hat. In dem Fall hat man das MacBook auch repariert bekommen. Da waren allerdings 4 USB-C-Controller-ICs durchgebrannt wegen dem Netzteil, das eine zu hohe Spannung ausgegeben hat. Hier jetzt habe ich die Kundin bei der Abgabe gerade schon gewarnt, das habe ich übrigens heute erst reinbekommen, habe ich aber gleich gesagt, bitte das Netzteil und das Kabel nicht mehr verwenden. Das Kabel hat die Kundin leider auch schon entsorgt, deswegen können wir uns jetzt nicht mehr anschauen, ob da vielleicht die Pins irgendwie verbogen worden wären, weil das könnte ich mir auch vorstellen, wenn die Pins innen von der Buchse, weiß nicht, irgendwie überkreuzt sind oder irgendwie verdreht sind, dass man dann beim Anstecken quasi eine Spannung auf eine falsche Line drauf gibt. Das hätte nämlich noch sein können. Für mich ist es aber nach wie vor am wahrscheinlichsten, dass wahrscheinlich das Netzteil kaputt ist, beziehungsweise wahrscheinlich qualitativ nicht besonders hochwertig. Konnte ich jetzt leider auch bei der Kundin nicht herausfinden, also sie konnte mir die Marke nicht nennen, meinte aber, das ist so eins mit ganz vielen Anschlüssen dran und es hat auch nicht so viel gekostet, das ist meistens schon kritisch. Denn wenn man sich zum Beispiel so ein Netzteil kauft mit mehreren Buchsen, muss ja auch für jede Buchse entsprechende Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sein. Und so ein Netzteil zum Beispiel von Anker oder wie ich hier für meine Stromaufnahme nutze, sind nicht ganz ohne, was den Preis angeht. So ein Anker-Netzteil, glaube ich, kostet irgendwo so im Bereich 50, 60 Euro auf Amazon, zumindest damals, wo ich es gekauft habe. Und das hier, glaube ich, sogar fast 100 Euro. Wenn ihr jetzt aber so ein Gerät findet, das dann auch noch 65 Watt oder ähnliches kann und es kostet 30 Euro, ich meine, was erwartet man dann? Irgendwo muss da gespart worden sein und meistens wird an den Sicherheitsvorkehrungen gespart. Und dann ist es halt nicht so, wie ich vorher schon meinte, die Geräte kommunizieren ja miteinander, also das Netzteil und das Handy oder auch egal welches Gerät man ansteckt, die kommunizieren miteinander. Das heißt, erstmal startet der Ladevorgang immer mit 5 Volt, auch übrigens bei einem Laptop. Dann machen die Geräte untereinander aus, welche Protokolle und Spannungen beide können. Und dann wird quasi der höchste gemeinsame Nenner ausgewählt. Wenn aber dann natürlich das Gerät zum Beispiel erwartet, da soll jetzt 9 Volt Schnellladen kommen, was bei Samsung normal der Standard ist. Also 9 Volt will das Samsung eigentlich haben. Wenn aber das Netzteil dann aus irgendeinem Grund da zum Beispiel 12 Volt drauf gibt, dann rechnet natürlich die Ladeelektronik in unserem Smartphone nicht damit. Und dann passiert genau das, dass wahrscheinlich hier auf den zwei Platinen die Ladeelektronik eben durchgebrannt ist oder halt mindestens der Lade-IC wird wahrscheinlich defekt sein.
Das gleiche haben wir relativ sicher dann auch bei dem Samsung S9, dass er die Kundin auch noch hat mit dem gleichen Defekt. Da hat sie nur den Vorteil, dass sich das Gerät noch kabellos laden lässt und deswegen lässt sich es noch nutzen. Aber mit Kabel geht ihm auch nichts. Das hatte ich nämlich vorher auch ganz kurz mal da. Sie hat es ja bei der Abgabe dabei gehabt, aber dann wieder mitgenommen. Aber im Endeffekt wurden jetzt hier 3 Geräte zerstört, vermutlich wegen einem defekten Netzteil. Und sehr wahrscheinlich wird es auch qualitativ nicht besonders viel taugen. Ich habe das nämlich immer wieder bei Kunden, die solche Netzteile nutzen, dass dem die Ladeelektronik auf den Hauptplatinen kaputt geht. Gerne mal auch, was ich auch generell nicht empfehlen würde, es gibt auch diese Adapter fürs Auto, die man in den Anzünder für Zigaretten ansteckt, also diese 12-Volt-Buchse im Auto mit dem USB-Anschluss dann, wo man sein Gerät laden kann. Besonders da bitte darauf achten, wenn ihr das schon machen müsst, nur das hochwertigste Netzteil kaufen. Da hatte ich früher so viele Kunden schon, die damit ihr Gerät zerstört haben, weil besonders im Auto ist das Netzteil noch ganz anders beansprucht wie in der Steckdose. Weil im Auto muss man sich vorstellen, die Spannung im Auto ist nicht konstant. Wir wollen zwar vielleicht 12 Volt haben, aber beim Auto, wenn man anlässt, sinkt die vielleicht mal auf 9, auf 10 Volt runter. Dann, wenn die Lichtmaschine angeht, haben wir 14,6 Volt in der Spitze. Das heißt, wir haben hier Schwankungen irgendwo von 9 bis 14,6 Volt drin und das Netzteil muss die Schwankungen ausgleichen. Die schlechten Netzteile können das aber nur bedingt und dann schwankt auch der Strom auf der Ausgangsseite. Und wenn wir jetzt hier dann wieder sind, selbst wenn wir jetzt hier nur 5 Volt laden haben, am Ausgang schwankt es die ganze Zeit aber zwischen 3 und 5 Volt beispielsweise. Selbst diese zu niedrige Spannung kann unsere Hauptplatine bzw. die Ladeelektronik zerstören. Deswegen bitte kauft euch entweder nur markenhafte Netzteile oder wenn ihr nicht wisst, welche Marke ihr nehmen sollt, dann am besten Original. Da seid ihr normal immer auf der sicheren Seite. Ich werde jetzt hier das Projekt an der Stelle abbrechen. Wird natürlich nochmal mit der Kundin durchgesprochen, ob sie die Reparatur haben will, aber beim A14 glaube ich, wird es sich gar nicht lohnen. Beim A52S vielleicht mit einer gebrauchten Platine und beim Samsung S9, was ja auch noch hat, da wird es sich auch nicht lohnen. Das Gerät ist ja schon relativ alt. Halt, stopp! Das Video ist noch gar nicht zu Ende. Sind jetzt inzwischen seit ein paar Tage vergangen. Ich habe mit der Kundin telefoniert. Beim A14 hat er sich dazu entschieden, dass wir da erstmal nichts mehr machen. Deswegen habe ich das jetzt schon zusammengebaut. Das kann sie dann erstmal so wieder mitnehmen. Aber beim A52S soll man die Platine gegen eine gebrauchte austauschen. Und das machen wir noch schnell. Zerlegt ist das Smartphone ja noch. Dann habe ich hier die neue Platine. Auf was muss man da speziell beachten, wenn man hier so eine gebrauchte Platine sich besorgt? Und zwar ist es so, wir haben ja hier unten den Fingerabdrucksensor mit dran an der Subplatine. Die Subplatine selbst muss zwar nicht mitgetauscht werden, aber der Fingerabdrucksensor sollte unbedingt der sein, der auch ursprünglich bei der neuen Platine dabei ist. Diese zwei Bauteile sind nämlich miteinander verheiratet. Und wenn ihr jetzt einfach den alten Sensor weiterhin nutzt und dann die neue Platine einsetzt, dann wird sehr wahrscheinlich der Fingerabdrucksensor nicht funktionieren. Deswegen machen wir das jetzt so, dass wir den alten einfach mal ausbauen. Der ist hier lediglich in das Gehäuse reingeklebt und kann relativ einfach nach oben rausgehebelt werden. Dann lege ich mir den zur Seite, damit es da nicht zur Verwechslung kommt. Und nehme dann den neuen Sensor. Der Kleber war jetzt hier noch vorhanden, deswegen konnte ich den im alten Kleber einfach wieder reindrücken. Und wie gesagt, zwar nicht notwendig, aber hier war jetzt auch die Platine mit dabei. Dann können wir die natürlich bei der Gelegenheit gleich mittauschen. Dann haben wir hier auch eine neue Ladebuchse, auch wenn diese eh nicht defekt ist. Beim Anstecken von den Kabeln muss man dann schauen, welches wohin kommt. Das weiße dürfte das untere sein. So, dann haben wir unten schon soweit wieder alles zusammen. Da können wir die Abdeckung wieder draufklipsen. Als nächstes wollen wir dann die Hauptplatine tauschen. Da ist jetzt allerdings so, bei der neuen sind jetzt die ganzen Kameras noch nicht vorhanden. Deswegen stecke ich die jetzt einfach nacheinander von der alten Platine ab und transferiere die
auf die neue. Dabei ist es auch darauf zu achten, die Kameras sind alle unterschiedlich groß, aber die Stecker sind zum Teil gleich. Also man kann auch die falsche Kamera an die falsche Position einstecken. Deswegen, wenn ihr sowas macht, am besten so wie ich vorgehen, dass ihr hier nur immer ein Stück absteckt, damit ihr hier keine Verwechslung habt. Hier ist übrigens die große, das ist auch die Hauptkamera, wenn ihr den 1,0er Zoom nutzt. Die anderen werden dann für Weitwinkel, also bei 0,6 Zoom zum Beispiel genutzt. Oder bei manchen Handys, die Zoom-Kameras haben, gibt es eben dann auch noch eine, die 2- oder 3-fach Zoom hat. Im Fall vom Ultra-Modell zum Beispiel gibt es auch welche mit 5-fach und teilweise mit 10-fach Zoom. Aber im Endeffekt nutzt ihr in der Regel bei den meisten Kameraeinstellungen immer nur eine von den 4 Kameras auf der Rückseite. Also quasi hier habt ihr euren 1,0er Zoom. Hier glaube ich bei dem Modell dürfte es die Weitwinkelkamera sein, also 0,5. Und dann hier unten der 2-fach Zoom. Die vierte Kamera ist in der Regel nur für die Tiefenerkennung da. Das heißt, wenn ihr ein Porträt schießen wollt, wo der Hintergrund quasi unscharf ist, euer Bild, also wenn ihr im Vordergrund seid, aber scharf sein wollt, Hintergrund unscharf, dann erkennt diese Kamera die Distanz quasi zwischen Vorder- und Hintergrund. Es wird dann nur digital diese Unschärfe hinzugefügt. Dann ist alles soweit transferiert und wir setzen einfach die neue Platine in das alte Display ein. Dementsprechend steckt man alle Kabel ein. Wichtig nur bei jeder Reparatur, Akku ist immer das letzte Kabel, was man ansteckt. Deswegen lassen wir das bis zum letzten Moment noch weg und kümmern uns erst um alle anderen Kabelverbindungen. Dann als letztes Bauteil den Akku verbinden. Und was ich jetzt vorher sogar noch vergessen habe, es gibt ja hier auch noch zwei kleine schwarze Schrauben, die einmal die Hauptplatine sichern. Und auf der Subplatine ja das gleiche. Da müssen wir nochmal kurz den Lautsprecher aushaken und auch hier bei dem golden umkreisten Teil auf der Platine die schwarze Schraube reindrehen. Danach können wir dann allerdings alle Abdeckungen einklipsen und entsprechend mit den Schrauben festschrauben. Die Schrauben sind auch bei dem Modell alle gleich lang, da muss man jetzt gar nicht drauf achten, wo die hinkommen. Nur die zwei schwarzen im Inneren, die sollten eben auch die Sub- und Hauptplatine jeweils ein Stück. Dann schaue ich hier am Ende noch kurz, dass hier kein Staub in den Kameras drin ist. Und ich sehe es auch gerade hier, ist noch ein Fingerabdruck von mir. Den können wir natürlich hier auch einmal noch abreinigen, dann sieht das auch sauber aus. Und dann verkleben wir den Deckel einfach wieder mit unserem A52S. Drücken das einmal kurz fest, SIM-Karten-Einschub noch rein und dann kommt jetzt die Stunde der Wahrheit. Hat die Reparatur mit der neuen Platine geklappt? Lässt sich das Gerät jetzt auch laden? Hochfahren scheint schon mal zum Gehen. Dann schnappe ich mir wieder mein Messgerät. Und wir sehen, da passiert sofort etwas. Spannung geht hier auf ca. 9 Volt hoch, über 2 Ampere Ladestrom. Das ist bei dem Modell das schnellste Laden, was es ermöglicht. Und lassen wir es kurz noch hochfahren. Das ist jetzt genau zurückgesetzt. Müssen wir jetzt natürlich hier wieder durch die Sprache durcharbeiten. Und so wie es jetzt hier aussieht, hier ist anscheinend Niederländisch vorausgewählt. Das heißt, die Platine dürfte ursprünglich in einem Gerät gewesen sein, das in den Niederlanden mal verkauft worden ist. Macht auch Sinn, denn von den Lieferanten, wo ich es bestellt habe, der schickt es auch aus den Niederlanden zu mir und nicht aus Deutschland. So eingerichtet habe ich es jetzt, also ohne Google-Account, nur schnell mit den Standard einstellen, dann gehe ich hier ins Testmenü, Sternraute, 0 Sternraute, dann öffnet sich das Samsung Testmenü und da können wir jetzt mal alle Funktionen durchprüfen, um zu sehen, ob die neue Platine auch voll funktionsfähig ist und ob ich beim Umbau alles richtig gemacht habe. Die Platine, die ich jetzt eingebaut habe, ist wie gesagt eine von einer Firma von in den Niederlanden, die ist also getestet, hat eine Garantie, das ist jetzt nicht privat. Da wäre ich natürlich vorsichtig, wenn ihr Platinen von privat kauft, ob die wirklich funktionsfähig sind. Aber hier können wir jetzt mal alles durchtesten. Receiver ist der obere Lautsprecher. Der macht jetzt einen Ton, das passt. Vibration geht auch. Megacam testen wir gleich in der Kamera-App. Dann gibt es hier diverse Sensoren.
kann man jetzt hier schwierig testen. Man sollte nur darauf achten, dass sich hier überall die Daten soweit verändern. Dann ist es in der Regel in Ordnung. Um das genauer zum Testen, müsste man entsprechend Navi-Apps zum Beispiel aufmachen, um GPS und Kompass zum Testen. Was man noch schauen kann, ist die Touch-Funktion. Die hat zwar mehr mit dem Display zu tun als mit der Platine, aber grundsätzlich teste ich immer alle Funktionen durch, egal welche Art von Reparatur ich mache. Denn manchmal kann auch noch ein zweiter oder ein dritter Fehler irgendwo sein. Dann gibt es hier nochmal eine zweite Möglichkeit, die Lautsprecher zum Testen. Einmal gehen jetzt beide Lautsprecher, jetzt nur der untere und jetzt nur der obere. Dann gibt es noch die Frontcam. Da können wir schauen, stellt die auch scharf auf Nähe. Das sieht okay aus. Und dann können wir gesondert nochmal die Kamerafunktion testen. Da wollen wir, wie gesagt, jetzt hier die drei Zoom-Stufen durchtesten, die ich vorher kurz angesprochen habe. Also 0,5 Weitwinkel, 1,0 Hauptkamera und die Zweifach Zoom. Übrigens, wenn ihr die beste Fotoqualität haben wollt und die Möglichkeit habt, nutzt immer 1,0. Damit habt ihr immer die beste Qualität. Denn immer die Weitwinkel- und Zoomkamera ist qualitativ bei jedem Handy schlechter wie die Hauptkamera. Selbst bei Modellen, zum Beispiel bei dem S24 Ultra, selbst da ist die Hauptkamera deutlich besser wie die zwei bzw. drei anderen Kameras. Dann bleibt eigentlich nur noch der Fingerabdruck als letztes zum Testen übrig. Da gehe ich jetzt kurz mal in die Einstellungen. Da kann man hier als letztes noch den Fingerabdruck hinzufügen. Das ist bei mir ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig mit dem Daumen zumindest. Die A-Modelle haben ja nicht den Ultraschallsensor wie die S-Modelle. Bei den S-Modellen habe ich mit meinen Fingern gar kein Problem, aber bei den A-Modellen ist es immer beim Einrichten bei mir zumindest schon ein Problem. Das scheint aber immer davon abhängig zu sein, wie eure Struktur auf dem Finger ist. Aber wie man sieht, es funktioniert schon, braucht nur ein bisschen Zeit. Manchmal muss man zwei, dreimal ansetzen, bis er das erkennt. Dann hat es aber geklappt mit der Einrichtung und wir testen es kurz. Und funktioniert. Damit war die Reparatur voller Erfolg. Das A52S konnte man retten. Das A14 könnte man jetzt auch noch mit einer neuen Platine ausstatten. Ich habe auch da mal für die Kunde nachgesehen, die günstigste Platine, die ich aktuell finden konnte. Hätte aber mit Einbau schon knapp über 100 Euro gekostet. Das war der Kundin aktuell für das Modell zu teuer. Deswegen machen wir das aktuell nicht. Aber man kann sich natürlich im Nachhinein immer noch entscheiden, das dann irgendwann in irgendeinem späteren Fall mal zum Richten. Oder vielleicht werden die Platinen auch mit der Zeit günstiger. Dann macht es vielleicht doch durchaus Sinn. Das A14 übrigens, ich glaube, die Kundin meinte, das ist 3 Monate oder so alt. Also eigentlich fast ein neues Gerät und quasi schon total Schaden. Aber wie gesagt, deswegen darauf achten, wichtig, welche Netzteile verwendet ihr und auch Kabel. Ich finde es ehrlich gesagt überhaupt nicht sinnvoll, wenn ihr da ein paar Euro spart. Ich meine, der Unterschied ist auch nicht so groß. Entweder kauft ihr euch ein originales Netzteil mit Kabel, je nach Hersteller kostet es vielleicht mal 30, 40 Euro. Oder kauft euch irgendein China-Nachbauzeug, das kostet dann vielleicht 10, vielleicht auch 20 Euro. Und meint ihr dann, es war es wert, 3 Handys zum Zerstören, um 20 Euro, 30 Euro zum Sparen? Ich denke nicht. Ich hoffe aber, dass ich euch durch das Video zeigen konnte, dass es wichtig ist, welche Netzteile und Kabel ihr verwendet. Und vielleicht konnte ich auch euch von Schaden bewahren, den ihr ansonsten gehabt hättet. Also jetzt schnell nachschauen, habt ihr ein vernünftiges Netzteil? Oder wenn nicht, am besten jetzt gleich ein neues kaufen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann!